Vielen Dank, Herr Doktor. Eigentlich bin ich ein bisschen erstaunt. Die Entscheidung immer so schnell. Ich kann dich nach Hause bringen, wenn du willst. Ich habe den Wagen gleich da drüben. Nein, danke. Ich komme mit der Straßenbahn. Hab mich schon daran gewöhnt. Entschuldige, ich dachte nur. Tja, also dann Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, sehr. Wirklich ein schicker Schuh. Wie teuer ist denn der? 159 Mark. 159 Mark? 159. Vielen Dank. So schick ist er nun wieder nicht. Ich weiß nicht. Schwer. Ja. Ja, die nehme ich. Sind hübsch, ne? Wie viel macht es? 12,50 Mark, bitte. Mhm. Bitte. Dankeschön. Darf ich Ihnen einen Geschenkkarton dazu? Nein, nein, danke. Ich stecke sie gleich. Ja. Ich koche uns einen Kaffee. Von Seibold, Ihre Mutter? Hm. Na, endlich. Hallo, Biggie. Durch. Sag mal, Matka, wo steckst du eigentlich? Ich habe mindestens 10 Mal bei dir angerufen. Na, hast du es endlich hinter dir? Ja. Du, wollen wir haben essen gehen? Oder warst du schon? Ich habe einen Joghurt hier, das reicht. Oh. Komm, da sind wir ungestört. Was hast du denn da? Wieso ich? Was? Ach, das da? Habe ich mir gerade gekauft. Hübsch, ne? Gefällt dir nicht? Aber Matka. Sowas trag ja nicht mal ich mehr. Ja, du bist ja auch konservativ. Na, wahrscheinlich. Also, wie war's? Schieß los. Ach, komm extra vorbei, um mit dir essen zu gehen. Wollte ich sogar einladen. Ach, grässlich, du, hier riechst so muffig. Ich kann doch die Becher nicht aus dem Aufenthaltsraum vertreiben. Die anderen kommen auch gleich wieder. Ja, können wir wenigstens eine Tasse Kaffee trinken? Matka, ich bin im Dienst. Okay. Warum hast du nicht vorher einen Ton gesagt? Vorher? Kann doch nicht wissen, dass ich dich brauche. Sonst rufst du doch alle Nase lang an. Ja, bin hier ein bisschen mit Sugar heute. Ist doch kein Wunder, oder? Ist jetzt wenigstens alles vorbei. Ja, also wenn du das vorbei nimmst, dann ja. Verzeihung. Ich wollte nur fragen, ob Sie eine Tasse Kaffee mittrinken. Ich brühe gerade welche. Oh ja, gerne. Dankeschön. Milch nicht vergessen. Ab heute bist du also rechtskräftig geschieden. Tja, rechtskräftig. So, wenn man manchmal so über Worte nachdenkt. Rechtskräftig. Sei froh, hast du es endlich hinter dir. Naja, so leicht war es auch wieder nicht. Haben wir schließlich ein halbes Leben miteinander verbracht. Aber wie? Also bitte, wir hatten auch schöne Zeiten.
Sehr, sehr schöne sogar. Wegen denen habt ihr euch ja nun nicht scheiden lassen. Verzeihung, ist das letzte Mal. Dankeschön. Bitteschön. Oh, den Zucker nehmen Sie mal gleich wieder mit. Danke. Von Bücher? Ja. Milch? Ach ja. Vielleicht war es immer noch besser, als ganz allein zu sein. Was war besser? Na, alles. Sag mal, seit wann bist du denn ganz allein? Na, etwa nicht. Und mach aber mal einen Punkt. Bitte? Danke. Du hast mich, du hast Sigurd und Klaus und die Enkel. Ja, aber in Stockholm. Ja, das ist ja nun nicht aus der Welt, oder? Ja, das weiß ich. Aber ich lebe hier. Und hier bin ich praktisch allein. Matka, du lebst jetzt schon seit 4 Monaten getrennt und es geht ganz gut so. Ach, ganz gut. So was weißt du denn überhaupt davon? Nimmst du noch nicht mal Zeit, mit mir eine Stunde essen zu gehen? Du mit deiner albernen Joghurtesserei. Aber wenn man schon Diät macht, muss man auch konsequent sein. Ja, du immer mit deiner Konsequenz. Bist wirklich manchmal wie dein Vater. Dass du jetzt mehr allein sein wirst als früher, das wusstest du doch schon vor der Scheidung. Ja, aber Wissen und Wissen ist zweierlei, mein Kind. Ist wirklich ein kleiner Unterschied. Jetzt bin ich jedenfalls erst richtig allein. Aber doch nicht, weil heute der Kadi da seinen Punkt aufs I gesetzt hat. Das ist doch ein rein formeller Akt, sonst nichts. Ja? Soll ich dir mal was sagen? Seit ich heute Morgen geschieden bin, ist mir nur noch zum Heulen zumute. So sieht's aus. Deswegen habe ich mir diese Dinger da gekauft. Matka. Biggie, nimm's mir nicht übel, aber ich kann heute nicht allein sein. Ich kann einfach nicht. Komm doch wenigstens heute Abend zu mir. Du, ich hol dich auch ab. Hättest du das nicht ein bisschen früher sagen können? Wieso, du kannst nicht? Nein, ich kann nicht. Ich hab was vor. Immer hast du was vor. Hör mal zu, du bist weder krank noch sonst irgendwas. Du bist nur geschieden und das praktisch schon seit Monaten. Dankeschön. Aber mit deinem Herrn Wegner, da wirst du auch noch dein blaues Wunder komm, erleben. Das Thema wollten wir lassen, oder? Entschuldige, bin heute etwas empfindlich, wenn ich an verheiratete Herren denke, die sich eine Freundin... Matka! Also gut, ich komme noch auf einen Sprung vorbei, aber es wird spät werden, in Ordnung? Mhm. Dann wenigstens Ilse vorbei, käme heute schon. Die Trappenberg? Ja. Ich denke, die wurde in München. Na, aber morgen oder übermorgen kommt sie. Macht sie doch immer, wenn sie in Dänemark war, zwischen zwei Zügen. Mit der kann man wenigstens reden. Herr Seipold, verzeihen Sie. Aber der Vertreter von Eberlein und Co. Ja, ja, ich komme sofort. Pass mal auf, Matka. Ja? Du rufst jetzt gleich mal Lilo an oder Kastners und machst das für heute Abend aus. Mit irgendwem wird schon klappen. Und wenn nicht, dann gehst du einfach ins Kino. Ich bin bestimmt gegen 11 da, verspreche ich dir. Schon gut, schon gut. So, und jetzt gehst du rüber an die Alster und setzt dich in ein schickes Restaurant irgendwo draußen in der Sonne und lässt dir das Beste vom Besten servieren. Und die Rechnung übernehme ich, klar? Ja, verstehe. Ein Tag wie jeder andere auch. Eine Weiße mit Schuss, aber Himbeer. Tut mir leid, gnädige Frau, aber der Tisch ist reserviert. So? Leider. Nein, hier steht ja gar nichts. Bedauere. Wir haben Stammgäste. Drin ist noch ein Tisch frei. Danke. Die Speisekarte? Nein, danke, ich möchte nicht mehr essen. Ich möchte nur noch eine Tasse Kaffee. Kaffee? Ja. Bedauere, um diese Zeit wird hier drin nur Mittagessen serviert. Vielen Dank, Herr Ober. Dann lassen wir es lieber ganz. Bitte? Der Hauptfilm läuft seit 20 Minuten. 20 Minuten? Das hat keinen Zweck. Danke.
Verzeihung, könnten Sie mir bitte eine Mark wechseln? Tut mir leid, ich habe keine Groschen. Nein, ich möchte eine Mark gewechselt haben, für Telefon. Ich habe keine Groschen. Wenn Sie bitte zur Bank gehen, die Bank ist nebenan. Oh, vielen Dank. Ja, scheint euch einen guten Tag zu haben. Quatschen hat. Erzählt sicher ihr ganzes Leben. Weiber. Ist jetzt schon über 5 Minuten drin. Na, einfach reingehen. Liebe Frau, wir würden auch gern mal telefonieren. Bitte, Regina, einen Moment. Bitte machen Sie Tür, ich bin gleich fertig. Regina? Du meinst, du kannst also nochmal, Dalli Mutti, ihre Zeit ist rum. Rühren Sie mich nicht an. Entschuldige bitte, Regine. Bitte. Regine, wir müssen aufhören. Hier spielt einer verrückt, ja? Hier ist doch nichts zu machen. Wenn du heute Abend nicht kannst, kannst du mich wiedersehen, Regine. Eine Frechheit. Ist nämlich nicht die feinste Art. Aber ungeheuer wirksam. Moment mal, ja? Nee. Wieso? Nur eine Minute. Entschuldigen Sie bitte. Es ist manchmal, um aus der Haut zu fahren. Ja, das kenne ich. Ihr Mann ist nicht da? Der kommt nicht vor 6 heute Abend. Wenn er kommt, der muss jetzt ja überall mit dabei sein. Ein Geselle krank, der andere auf Urlaub. So ist das nun mal. Kann ich was ausrichten oder kommen Sie noch mal rein? Nein, nein, nein. Ihr Mann kennt uns. Seipold, Flemmingstraße 11. Er war voriges Jahr bei uns im November, hat alles renoviert. Ist was nicht in Ordnung? Aber ja, ich wollte nur das Schlafzimmer, also ein Zimmer will ich bei mir ändern. Ein Zimmer ja. Bloß? Geht's? Ja, das lässt sich machen. Tapezieren oder streichen? Nein, nur streichen. Also auf jeden Fall eine andere Farbe. Na ja, das können Sie ja alles noch mit meinem Mann besprechen. Ja. Telefon? 47 03 11. In die Wirtschaft heute? Ach, ist doch immer dasselbe. Ich gucke schon gar nicht mehr hin. Tja, Briefe. Wer schreibt noch nicht die Briefe heutzutage? Ja, da haben Sie völlig recht. Und je älter man wird, desto mehr vermisst man. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Vielleicht mager. Ja? Ach du, Erika. Doch, doch. Ach, nur wieder meine Migräne, du weißt ja. Ach, du Ärmste. Ja, tust mir leid. Wirklich. Ach, lass nur. Kann man schon vorstellen, wie dir zumute ist. Ja, warum kommst du nicht einfach heute Abend vorbei? Na, hör mal. Was sollte Fred denn dagegen haben? Ach, in einer Stunde bin ich ja schon wieder fit. Also gut, ich rufe ihn an und sag dir dann Bescheid. Mach's gut, meine Liebe. Bis dann. Da werden wir uns eben nach ein paar Griechen oder Türken umsehen. Die Aufträge müssen raus. So oder so. Telefon, Herr Kastner, Ihre Frau. Keine Zeit. Rufe später zurück. Es ist aber dringend. Bei der ist es immer dringend. Wir reden gleich weiter. Moment. Danke. Ja, Marga, ich höre. Erika Seipold, und deshalb rufst du mich an? Warum? Das war doch früher oder später zu erwarten.
Zu uns heute Abend? Allein, allein. Wer ist nicht allein? Also jetzt hör mal zu. Dein Mitgefühl in Ehren, aber ich bin Geschäftsmann, verstehst du? Ich kann mir das nicht leisten. Wagners Autozubehör ist einer meiner zuverlässigsten Kunden und deren Geschäftsführer heißt bekanntlich Robert Seipold und nicht Erika Seipold. Also ruf Erika an und sieh zu, dass du das irgendwie rückgängig machst. Natürlich geht das. Treff dich doch mit ihr irgendwo im Café. Tschüss. Du, ich habe zu tun. Entschuldige. Sorgen haben die Menschen. Seipold! Marga? Ja, was... Aber Marga... Aber... Nein, kann man doch nichts machen. Wenn ihr eben eingeladen seid, dann geht es nicht. Ja, ist schon gut, schon gut. Marga, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Bis als ein andermal wiedersehen. Nicht mal lügen kann sie. Ja. Jetzt will ich's wissen. Aber wer? Dietzens. Praxis Dr. Dietz? Moment, ich schau mal bei Freis. Herr Doktor, Frau Seipold. Ja, bleib mal schön sitzen, ich komme gleich wieder, ja? Ja, danke. Na, Frau Seipold, haben wir wieder ein kleines Wehwehchen? Ja, das kann man wohl sagen. Na, Sie und Ihr Gatte sind zwei ganz ungetreue Tomaten. Doch, doch. Na ja, Schwamm drüber, schon vergessen. Und sonst, wie geht's, wie steht's? Und der Herr Vergaserspezialist, immer wieder auf der Achse. Überhaupt keine Zeit mehr für einen kleinen Grand mit Vieren. Doktor, diesmal wird es nicht mehr zum Skat kommen. Ich bin nämlich geschieden. Heute Morgen. Ja, seid ihr denn wahnsinnig geworden? Ja, aber Probleme haben wir doch alle. Ich habe eine Bitte. Würden Sie vielleicht mit Ihrer Frau heute Abend auf eine Stunde zu mir kommen? Heute Abend, Moment mal, heute Abend. Sobald meine Frau wieder da ist, rufe ich sie zurück. Ja, nein, ich habe einen ganz dringenden Fall auf dem Stuhl. Ja. Nein? Ganz bestimmt. Tschüss. Nächste Korb. Ja, Seipold? Lilo, du? Sag mal, wo treibst du dich eigentlich herum? Mich? Wieso mich? Ich sitze beim Friseur schon seit Stunden. Also, wie war's? Na sicher kannst, wir sind doch unter uns. Heute Abend? Ja, warum nicht? Komm ich vorbei. Moment mal, ich muss wechseln. Gerd muss sowieso wieder zu so einer albernen Ausschusssitzung. Brauche ich mich zu Hause nicht zu mopsen. Gut, sagen wir gegen 8. Wer? Ach, dein alberner Dr. Dietz, wie kommst du denn auf den? Du, den grauen wir einfach raus. Na, wenn der bis jetzt nicht angerufen hat. Lilo, das war einfach eine Schnapsidee von mir. Aber die kommen ganz bestimmt nicht. Du, ich kenne die. Naja, bin heute eben nicht in Höchstform, weißt du. Lilo, dank dir schön, dass du kommst. Tschüss. Na, dann aber mal anfangen. Gott, aber ein paar Blumen müssen wir. Tschüss, Herr Doktor. Tschüss, Frau Dietz. Wiedersehen. Tschüss. Und nicht wieder verpennen. Pünktlich 7 Uhr. So, Moni. Noch eine Sekunde, ich bin gleich fertig. Sag mal, was wird denn nun, wenn die Brübe heiratet? Bleibt sie? Ach, die wird sicher aufhören. Die druckt schon so rum. Mensch, du hast aber auch ein Pech mit deinen Damen. Die heiraten ja schneller als die Stewardessen. Na, ist ja noch ein Monat und bis dahin finden wir an jedem Finger eine. So, nun machen wir die Bude dicht und gehen zum Chinesen. Oh, fein. Ich rufe mal schnell bei Mama an und sage, dass wir später kommen.
Sie soll den Jungen schon ins Bett bringen. Ach, du heiliger Wilber. Was ist denn los? Ach, ich Idiot, ich wollte doch die Seifert anrufen. So. Ja, weil ich Trottel gesagt habe, wir kommen wahrscheinlich heute Abend vorbei. Bei den Seipolds? Nun mach aber Schluss, immer mit eurem blöden Skat. Also nein, deswegen lassen wir den Chinesen nicht sausen. Wann haben die überhaupt angerufen? Nicht die, sie. Die sind geschieden. Wie? Die Seipolds. Nun mach aber Schluss. Ja, seit heute Morgen. Deswegen hat sie uns ja zum Abend eingeladen. Sag mal, Peter, du willst doch nicht etwa hingehen. Also euer Skat war schon schlimm genug, aber jetzt auch noch Ehegeschichten mit anhören müssen. Wie kommt ihr überhaupt auf uns? Wir kennen sie doch kaum. Was sagt mein kleiner Manitou? Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er in einer ganz bestimmten Straße, gleich hier ganz in der Nähe, von einer ganz bestimmten Person über kurz oder lang eine ganz bestimmte Wohnung frei wird. Lilo? Ach, Dr. Dietz, Sie können... Achso, Sie kommen! Nein, aber im Gegenteil, ich freue mich sogar sehr darüber. Ja, also ich würde sagen gegen 8, ja? Gut, vielen Dank. Wiedersehen, bis dahin. Da habe ich mir was Schönes eingebrockt. Achso. Mein Gott, ich habe hier gar nicht genug im Haus. Ach, du mein... Wir machen nicht mehr auf. Der schlägt uns noch die Scheibe an. Abwarten, es gibt sich. Du, die Seipold. War doch gerade hier. Wird was vergessen haben. Ja, wie immer. Den ganzen Tag nichts zu tun, aber abends wird sie mobil. Deren Alter hat sicher auch nichts zu lachen. Du hab ich übrigens schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Du? Wen? Na, den Seipold. Nee. Aha. Oh, der Seipold. Ja. Was vergessen? Frau Petermann, ich bin überraschend von Gäste. Ein Glück, dass Sie da sind. Och, das kenne ich. Hat meiner früher auch immer gemacht. Bitte? Was? Na, überraschend Gäste mitgebracht. Ach so, ja. Ich möchte nur ein bisschen Knabberzeug. Mhm. Und Sie hatten noch Cocktailwürstchen. Ja, da drüben. Ach so. Und, da unten. Was, unten? Ach so. Ja. Und dann bitte noch ein halbes Pfund Schweizer. Aber zwei dicke Scheiben. Minne, halbes Schweizer in zwei dicken Scheiben. Ja, Bier auch? Nein, Bier möchte ich nicht. Oh, vernünftig. Mein Mann hat das Biertrinken auch aufgegeben. Es war die höchste Eisenbahn, meinte der Ärzte. Wie wird Ihrer denn damit fertig? Stellt er sich auch so an. Das ist mir nicht aufgefallen. Warten Sie, Weintrauben, ja? Ja, gerne. So eine schöne blaue Traube. Ja. Ja? Fahren Sie dieses Jahr gar nicht in Urlaub? Doch, wir fahren später. Und sonst fuhren Sie doch immer Anfang August. Bitte? Ich sag, sonst fuhren Sie doch immer Anfang August in Urlaub. Ja, aber wir fahren diesmal dann später. Sagen Sie, der Sekt zu 57, ist der gut? Ja, können Sie ruhig nehmen. Aber wenn ich Ihnen was empfehlen darf, dann nehmen Sie den nach rechts davon. Den? Kostet 2 Mark mehr, aber es lohnt sich. Oh, wenn Ihr Mann den einmal trinkt, dann bleibt er dabei. Meiner ist ganz scharf. Ja. Ja. So, das wäre nämlich alles. So. Wie viel macht das also? Oh, das sieht ja fast nach einem kleinen Fest aus. Geburtstag. Geburtstag? Na ja, sowas Ähnliches. Macht 38,50 Mark. 38,50? Nein, Augenblick. Ich glaube, dann lasse ich doch lieber den Sekt weg. Das ist ja Quatsch. Einmal ist kein Mal. Ja, sag ich auch immer. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, ne? Erika ist dumm. Dumm und naiv. Sonst hätte sie sich nie darauf eingelassen. Ist doch eine ganz faule Sache. Sie hat sich das sicher alles reiflich überlegt. Ist ja kein Kind mehr. Das hat doch mit Alter nichts zu tun. Im Grunde ist sie ein Kind. Gutgläubig, impulsiv. Hat sich nie den Kopf darüber zerbrochen, wie es weitergehen soll. Schon früher nicht. Robert wird sich bestimmt nicht lumpen lassen. Wäre auch noch schöner. Das ist doch wohl das Mindeste, dass er sie finanziell sicherstellt. Nach 30 Jahren Ehe. Ich bin ja gespannt, wie das mit der Neuen wird. Geht schief, kann ich dir jetzt schon sagen. Eine Frau, die bis 40 nicht verheiratet war, hat Eigenheiten. Die war viel zu lange unabhängig. Dein Freund Robert wird sich noch ganz schön wundern.
wirst du alles noch erleben. Wenn es heute Abend spät wird, soll ich dann noch vorbeikommen? Kannst ja vielleicht mal etwas früher gehen, oder? Ja, sicher. Hat übrigens Ähnlichkeit mit Erika, findest du nicht? Wer? Na, Roberts Flamme. Lilo, so kann man das doch nicht nennen. Und wie sonst? Er wird sie heiraten. Na und, wo ist der Unterschied? Schließlich ist sie eine reife Frau. Das kann man wohl sagen. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als er sie uns plötzlich vorstellte. Solltest du tun, als hätte er uns nicht gesehen? Schließlich ist Erika meine beste Freundin, das hat er wohl vergessen. Aber Beherrschung ist nicht eure starke Seite, ich weiß. Was ihr habt, müsst ihr vorzeigen. Und sie ist ja auch außerordentlich attraktiv. Läuft herum, als wäre sie gerade 17 geworden. Minnie. Anscheinend brauchen Männer das in dem Alter. Willst du noch etwas Tee? Nein, danke. Ja, ich glaube, wir müssen, wenn ich dich noch bei Erika vorbeibringen soll. Was wohl ihre Kinder dazu sagen? Brigitte ist ja abgebrüht. Aber Klaus, dem geht das bestimmt gegen den Strich. Ist schon ein starkes Stück, was sich dein Freund Robert da geleistet hat. Mit dieser Steuerberaterin. Ja, jedenfalls geht's ja nicht ums Geld. Das sagen am Anfang alle. Lilo, hör auf, sie verdient sehr gut. Viel mehr als Robert. Hat er dir das gesagt? Für Erika ganz schön berappen müssen. Als ob das mit Geld zu bezahlen wäre. Ihr Männer macht's euch leicht. Du tust fast so, als hätte ich sie sitzen lassen. Ja, fast. Vergiss deine Brille nicht. Nein. Sag mal, ist das nicht ideal? Komisch. Sieht man plötzlich alles mit ganz anderen Augen. Ist wirklich ganz hübsch. Ja, keine 5 Minuten bis zur Praxis. Zu Fuß. Also, du könntest mich jeden Mittag zu Hause haben. Mhm. Aber tu mir den einen Gefallen und fall nicht gleich mit der Tür ins Haus, ja? Ach was, du kennst mich doch. Ja, eben. Du, schau mal, Monika. Was denn? So ein kleines, dummes Schälchen hält manchmal länger als eine Ehe. Namen, Frau Seipold. Oh Gott. Ich hoffe, wir sind nicht zu früh. Na, doch ein bisschen, aber das macht es. Ich freue mich wirklich ausgesprochen, dass Sie da sind. Na, und der Kleine, schläft er schon? Der und schlafen. Als wir eben noch zu Hause waren, hat er meine Mama noch ganz schön unterhalten. Diese Gören, was? Das ist so eine richtige kleine Nervensäge. Naja, wie der Vater. Ja. Apropos. Oh, bitte entschuldigen Sie. Mein Ohrring habe ich vergessen. Kommen Sie rein. Sie gestatten ein kleines Präsent. Statt Blumen. Also das finde ich wirklich ausgesprochen nett von Ihnen. Was ist denn da drin? Hä? Keine Angst, ist keine Bombe. Nein? Bin ich aber gespannt. Nein, oh Gott, was ist das? Das ist ja entsetzlich. Mein Mann, kann ich mir vorstellen, was ich auszustehen habe? Sonst hört denn der wieder auf? Das ist gerade das Komische, dass ich nie weiß, wann der aufhört. Ja, was ist denn das? Ist ein Lachsack. Aha. Ist eine kleine Lebenshilfe für stille und besinnliche Stunden. Ja, na, die habe ich von jetzt ab mehr als genug. Es tut mir leid, ich muss ihn noch einen Augenblick allein lassen. Ich bin in der Küche noch nicht fertig. Aber was, da helfen wir Ihnen doch. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Aber wir sind doch kein Staatsbesuch. Aber das stellen wir auf die nächste Rechnung. Das wäre mir peinlich. Ach, Quatsch, bitte nicht. Nein, Dr. Dietz, hier ist doch die Küche. Ach, das ist das Schlafzimmer, Entschuldigung. Ja, das ist aber auch ein Saal. Ja. Das sind die Reihenhäuser überhaupt nicht mehr gewöhnt. Entschuldigen Sie. Ja, jetzt, wo ich allein bin, ist das wirklich ein bisschen sehr groß. Ja, da kann man doch Radfahren. Ja, das könnte man schon. So still hier. Und dann die schönen alten Bäume. Ich will es auch nur ein bisschen ändern. Wissen Sie, anders streichen und Doppelbett nehme ich raus. Ich habe noch Biggies Bett von früher. Na, wenn Sie das hier aber schon groß finden, kommen Sie. Dann zeige ich Ihnen was. Kommen Sie mal. Hier, das Arbeitszimmer. Da werden Sie staunen, wie groß das jetzt wirkt. Ach, Ihr Mann hat die Möbel mitgenommen. Nein, nur das Herrenzimmer. Alles andere hat er mir gelassen. Ein ideales Kinderzimmer. Wieso, das war's doch früher auch. Na, siehste? Ja. Darf ich mal fragen, was Sie hier zahlen? Peter! Ja, wieso, ist doch gar kein Geheimnis. 380 Mark, aber mit Heizung und Warmwasser. So, jetzt gehen wir aber ins Wohnzimmer. Es gibt zwar nur Knabberzeug. Dr. Dietz, warum gehen Sie in die Küche? Ach, der hat heute wieder mal Hummeln im Hintern. Oh. Na ja, aber wenn er schon da ist, dann soll er uns gleich mal die Flaschen öffnen.
Da sind die Flaschen, Doktor. Oh ja. Ich habe sie nämlich ein bisschen warm gestellt. Oh, hier. Sehr schön. Und ich gebe Ihnen jetzt auch noch. Dankeschön. Ah, 64er Spätburgunder. Mhm. Sonniger Jahrgang. Woher weißt du? Ja, das steht doch drauf. Nein, nein, nein. Müssen erst noch der Rest der Weintrauben drauf. Das mache ich schon. Ja, das wäre aber nett. Dann kann ich nämlich das Wasser noch für die Cocktailwürstchen aufsetzen. Na, ist er gut temperiert? Na, müsste man probieren. So, die Gläser sind im Wohnzimmer. Ach, was, da gehen auch die hier. Ja, ich muss schon sagen, gekonnt. Kommt denn noch jemand? Ja, meine Freundin Lilo Niklas. Die kennen Sie bestimmt von Roberts 60. Geburtstag. Die war so ein bisschen angeschwipst damals. So, meine Damen, bitteschön. Aber Peter, du bist doch hier nicht zu Hause. Aber Unsinn. Mein Mann hat immer gesagt, eine richtige Party wird erst in der Küche gemütlich. Na, und wir? Wir fangen gleich in der Küche an. Ist richtig, doch prima. Richtig. Auf unsere liebe Frau Seibold. Oh, danke schön. Entschuldigung, das Lilo. Halt, erst wird getrunken. Oh, bitte. Ex. Ex? Entschuldigung. Ich mach schon alles fertig. Das ist nett von Ihnen. Du bringst du schon die Flaschen rein, ja? Lilo, du... Was denn, Ille, du? Ja, ich. Guten Abend. Guten Abend. Hast du meine Karte nicht bekommen? Ja, doch. Aber ich dachte... Na, komm doch erst mal rein. Guten Abend. Ich bin wirklich völlig durcheinander. Das sehe ich. Was ist denn das? Das ist der Lachsack. Robert? Robert, wieso denn Robert? Na, der Lachsack. Guten Abend. Ihr habt ja Besuch. Und das konnte ich nicht an. Ach, das macht doch nichts. Dann zieh dich doch erst mal aus. Sag mal, kommst du denn direkt von der Bahn? Diese Blumen hier sind ja... Zauberhaft, ich danke dir schön. Warum bist du überhaupt früher gefahren? Du hattest doch geschrieben, ich sollte... Sag mal, was ist los mit dir? Bei dir ist doch eine Sicherung durch. Ich bin geschieden. Seit wann? Heute Morgen. Ich gratuliere. Das ist sehr vernünftig von dir. Ich habe dir schon vor einem Jahr gesagt, quäl dich nicht. Es ist fein, dass du da bist, du. Ich bin so ein Kamel. Ich wollte mich so gern mit dir allein sein. Ja, das holen wir mal nach. Ja. So, jetzt komm rein, sonst werden deine Gäste unruhig. Guten so, Abend. Darf ich dir gleich mal vorstellen, unseren Hals-Nasen-Uhrenarzt Dr. Dietz und Frau. Guten Abend. Der Fünflöcher-Spezialist. Und das ist Frau Trappenberg, meine Schulfreundin. Leider sehe ich sie nur einmal im Jahr, wenn sie aus dem Urlaub kommt. Sie lebt nämlich in München. Komm, setz dich. Ja? Diesmal ist sie einen Tag früher gekommen. Also du wirst dich nicht mehr ändern, Erika. Wieso? Ja, wo ist die Karte? Ja, welche Karte denn? Ja, die ich dir geschrieben habe. Oh, habe ich schon wieder was durcheinander gebracht? Weißt du, war sie auch schon in der Schule. Sie hat immer die Hälfte vergessen. Na, bei mir weiß sie aber immer, wo ihre Wehwehchen sitzen. So, nun darf ich mal einschenken. Ich habe hier ein 64er Spätburgunder. Ein ganz sonniger Jahrgang. Das ist aber schön, wenn man Mann im Hause hat, nicht? Oh, Ille, ich muss dir doch was zu essen machen. Du hast bestimmt Hunger. Ja, um Gottes Willen, ich komme aus Dänemark. Ich muss sehen, wie ich meine 3 Kilo wieder runterkriege. Wo waren Sie denn? In Skagen, da bin ich jedes Jahr. Ganz oben, wo Nord und Ost zusammenstoßen. Das ist eine hübsche Ecke. Das glaube ich. So, und nun wollen wir mal trinken, nicht? Und das vorhin in der Küche, das war doch nur Probe. Auf den heutigen Tag. Und dass du mit allem fertig wirst. Wohl bekommst. Zum Wohl. Prost. Wir hatten uns eben gestritten, Frau Seibold. Meine Frau meinte, die Miete hier sei unverschämt hoch. Aber ich finde... Für eine 3-Zimmer-Wohnung in dieser Gegend, na, das ist doch spottbillig. Was ist spottbillig? Na, sagen wir zumindest angemessen. Was zahlst du jetzt? Du 380, aber mit allem. Das kannst du bei uns in München suchen. Wann hatten Sie hier die letzte Mieterhöhung? Also, das weiß ich nicht. Ich habe mich nie darum gekümmert. Vor ein paar Jahren, glaube ich. Na ja, sehen Sie, da kommen demnächst mindestens 20% auf Sie zu. Was, 20%? So viel? Sag mal, kannst du die Wohnung überhaupt halten? Na sicher. Robert hat sich doch hochanständig benommen. Wirklich. Oh Gott, jetzt habe ich deine Blumen vergessen. Und das Päckchen. Bin gleich wieder da, ja? Richtige Schusselese, nicht? Ich glaube, so ist es für euch gemütlicher. Sie trinkt alles sehr tapfer. Alle Achtung. Ja, ja. Sie war immer gut im Versteckspielen. Muss sie aber doch getroffen haben. Diese Einladung heute völlig aus heiterem Himmel. Gott,
Jetzt auch noch Lilo. Na, siehst ja Gott sei Dank nicht verheult aus, Armin. Ach du. Na, ist aber nett, dass du kommst. Hab ich dich schon mal hängen lassen? Nee. Danke. Ach du lieber Gott, die sind ja alle gekommen. Ja, komm bloß rein. Du, denen gehen wir eine Stunde nicht mehr, klar? Ja, klar. Ist ja eine richtige Party. Meine Freundin Lilo Niklas, Ilse Tappenberg, du weißt genau. Na, und sie kennen sich doch, nicht? Du hast mir gefallen? Setz dich hin. Und Doktor, Sie bitte auch, ja? Macht's nur nicht ungemütlich. Du bist ja gut. Und ich jage extra her, um dich zu trösten. Na, ich glaube, den Trost hätte sie in den letzten 2 Jahren nötiger gehabt. Bitte, haben Sie mal Streichhölzer? Und ihr tut mir jetzt einen einzigen Gefallen. Ihr könnt reden von was ihr wollt. Meinetwegen sogar von Krankheiten. Nur bitte nicht von meiner Scheidung. Ich bin nämlich froh, dass endlich alles vorbei ist. Trotzdem. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt so ganz allein ist. Sie wird sich schon zurechtfinden. Sicher. Was bleibt dir anderes übrig? Aber ist das ein Leben? 30 Jahre Ehe, Mann und Kinder und dann doch allein. Gerade in einem Alter, in dem man, glaube ich, Einsamkeit am schwersten ertragen kann. Ja, ja. Sieht immer so einfach aus, ne? 2 Menschen. Liebe, Hoffnung, Vertrauen. Guter Wille, Vorsätze. Läuft alles anders. Woran denkst du? Was sagt man? Ach, wozu? Wir haben es ausgeklammert. Ist auch gut so. Ändert ja doch nichts. Entschuldige, ich bin heute ein bisschen sentimental. Tja, red doch dabei. Red doch. Was soll's? Dass man's weiß, hilft dann nicht weiter. Matka hat's ja auch nicht geholfen. Warum nennst du deine Mutter eigentlich immer Matka? Weiß nicht. Wollte nie Mutter zu ihr sagen, schon als Kind nicht. Hörst du doch gern. Hat jedenfalls immer einen Eindruck. Gern? Ja. Sie war immer eine gute Mutter, so wie 1000 andere wahrscheinlich auch. Aber irgendwie stimmt alles nicht. Ich war immer Vaters Tochter, vielleicht liegt's daran. Den siehst du oft, ne? Hm? Jede Woche. Wir gehen zusammen essen oder ich besuche ihn. Mhm. Seine Freundin ist sehr nett, ich komme gut mit ihr aus. Das ist fast mein Alter. Wenn Matka das erfahren würde, breche ich gleich wieder eine Welt für sie zusammen. Hören wir auf damit. Ich mache uns was zu essen. Ist ja grässlich! Naja, du, ich hab doch nicht gewusst, dass der hier lag. Das ist wieder einer ihrer Scherze, Doktor. Na, stell's doch ab! Du, das geht leider nicht. Sie aber nervös. Haben Sie wohl auf dem Gewissen? Mein Mann ist spezialisiert auf solche Sachen. Der findet dauernd was Neues. Und das bringt er dann mit nach Hause? Na, aber irgendjemand muss man es ja ausprobieren. Ja, ne? Na, dann probieren Sie es doch bei Ihren Sprechstundenhilfen aus. Ja, um Gottes Willen, ich werde mich hüten. Mhm. Die laufen mir so auch schon weg. Furchtbar, wir suchen fast jedes Jahr eine neue. Heiratet schon wieder einen. Darauf müssen wir trinken. Das Kind wird's nötig Lilo, haben. Lilo, sei vorsichtig. Denk an Gerd. Ist ihr auch immer gleich sauer, wenn sie einen zur Brust nehmen? Na, irgendeiner muss ja den Wagen nach Hause fahren, ne? Hört ja irgendeiner. Das sind nämlich wir Frauen, ne? Typisch. Schöne Gleichberechtigung. Also, trinken wir nun oder nicht? Natürlich. Prost. 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 So, nun erzählst du mal endlich, Erika, warum du dich die ganze Zeit schon herumdrückst. Wie steht's jetzt mit deinen Finanzen? Aber ich sag doch, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Tacheles, Erika, wie viel kriegst du? 800. 800 was? Oh, Lilo, bitte jetzt sei nicht albern, ja? 800 im Monat natürlich. Das ist alles? Na, da hat sich Robert aber keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Wieso? Das sind 200 Mark mehr, als er von Rechts wegen zahlen müsste, ja. Und er trägt vorläufig sogar die Miete. Wie lange? 3 Monate. 3 Monate? Und dann ziehen Sie aus? Nein, warum soll ich denn ausziehen? Ja, ich dachte nur... Und mit den 800 willst du die Wohnung halten? Da hat dich Robert aber ganz schön übers Ohr gehauen. Ach, was brauche ich schon zum Leben? Quatsch! Allein wirtschaften ist immer teurer, nicht billiger. Also rechnen wir mal zusammen. 380 Mark Miete, dazu Strom und Telefon. Was brauche ich schon? Ich allein? Naja,
Licht kostet immer dasselbe, ob alleine oder zu zweit. Und telefoniert hast du sowieso am meisten. Na ja, da will ich im Finja telefonieren. Also gut, dann sagen wir, Telefon minimal 40 Mark. Strom 30, das sind schon mal 450. Ja, und dann die Wäsche, Kleidung und hin und wieder eine Kleinigkeit, Parfum. Friseur nicht zu vergessen. Ja, abgesehen vom Arzt, vergessen Sie nicht die Krankenkasse. Und wie ich dich kenne, willst du auch mal ins Theater oder verreisen. Alles in allem, Erika, du bist nicht gerade auf Rosen gebettet. Du weißt, was ich kriege, und das ist einiges mehr. Aber das ist auch nicht ein Pfennig zu viel. Ach, Hunderttausende müssen mit viel weniger auskommen. Sprich von ganzen Familien. Und die leben auch. Ja. Aber wie? Also ich an Ihrer Stelle würde mir über kurz oder lang eine kleinere Wohnung suchen. Doch, da hat der Doktor recht. So eine Riesenwohnung. Die viele Arbeit für nichts und wieder nichts. Nein, nein, jetzt hört wirklich auf, ja? Es genügt doch völlig, dass ich ohne Mann bin. Will doch nicht noch meine Umgebung verlieren. Nein, nein, ich bleib hier wohnen. Ja, wie auch immer, Erika. Eines steht fest, von jetzt ab musst du kurz treten. Und wenn Robert stirbt? Na, sag mal, warum soll der denn sterben? Man muss mit allem rechnen. Du, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ich hab euch doch nicht eingeladen, damit ihr mir hier Angst macht. Wird langsam Zeit. Ich war gerade erst 10. Ne, trotzdem. Es weiß doch niemand, dass die Sitzung ausgefallen ist. Erinnern Sie mich bloß nicht mehr daran, dieser alberne Referent. So plötzlich kann doch gar keiner krank werden, dass er nicht mehr absagen kann. Naja, ich bin ganz froh darüber. Na, ausnahmsweise. Ihre Frau verreist? Leider nein. Der Haus wegen Schiefer? Ja. Ja, meine Frau ist bei einer Freundin, die frisch geschieden ist. Muss sie nachher abholen. Oh, Feier. Sie sagen es. Zwei Frauen in so einer Situation. Das reinste Nitroglycerin-Brust. Ihr Junge darf also praktisch tun und lassen, was er will. Nein, ganz so schlimm ist ja auch wieder nicht. Es gibt selbstverständlich Grenzen. Wenn er anfängt, uns zu tyrannisieren, dann bringen wir ihm natürlich beides, das nicht geht. Also alles genau wie früher. Nicht ganz. Wir verbieten ihm ja nicht alles. Wir versuchen ihm nur zu erklären, dass er das oder jenes nicht darf. Und Sie meinen, damit bauen Sie Aggressionen ab? Und wenn er nun in einem Jahr zur Schule kommt, was dann? Alles Mumpitz. Das Wichtigste für die Kinder ist, dass sie in einer harmonischen Ehe aufwachsen. Ja, aber das finde ich nun wirklich selbstverständlich, Lilo. Lilo. So selbstverständlich ist das nicht. Oh, denk bloß an deine eigene. Bitte, bitte. Unsere Kinder haben nie bemerkt, wenn wir uns gestritten haben. Na, ich kann mich da an Szenen erinnern. Da waren sie aber mitten zwischendrin. Das ist ja jetzt Gott sei Dank passé. Ich bin der Ansicht, wenn es in einer Ehe wirklich nicht mehr stimmt, dann sollte man sich trennen. Es ist das Vernünftigste. Auch für die Kinder. Sie scheinen ja nette Erfahrungen gemacht zu haben. Im Gegenteil, ich war sehr glücklich verheiratet. Ah, war? Ja, war. Mein Mann ist vor 6 Jahren gestorben. Entschuldigung. Das konnten Sie ja nicht wissen. Also, ich bin auch der Ansicht, wenn eine Ehe nicht funktioniert, Schluss machen. Ach was, in jeder Ehe gibt's mal Krisenjahre. Wenn man da immer gleich die Flinte ins Korn werfen wollte. Wir hatten jedenfalls noch keine Krisenjahre. Wie lange sind Sie verheiratet? Na, immerhin 8 Jahre. Können Sie gar nicht mitreden. Kinder, Kinder, zeigt euch nicht schon wieder über meine Ehe. Kein Mensch spricht über deine Ehe. Wir reden hier ganz allgemein. Und ich sage trotz allem, die schlechteste Ehe ist immer noch besser als die beste Scheidung. Na, aber das kann man doch wirklich nicht sagen. Sie meinen also, Frau Niklas, Erika hätte ihre Ehe aufrechterhalten müssen. Um jeden Preis. Allerdings. Also das ist doch absurd. Entschuldigen Sie, wenn mein Mann mich nicht mehr will und mit einer anderen loszieht, dann soll er doch. Das ist doch selbstverständlich. So selbstverständlich ist das nun wieder nicht. Du hast doch nicht einmal um deine Ehe gekämpft. Hast einfach alles laufen lassen. Was kämpfen? Wofür sollte ich kämpfen? Es war aus. Aus, aus. Nichts war aus. Du hast ihn im Stich gelassen, als er dich am meisten brauchte. So war das. Also nun hör doch endlich auf, Unsinn zu reden. Warum sollten wir eigentlich zusammenbleiben? Es war doch nichts mehr vorhanden. Wegen der Kinder vielleicht? Na, die kommen manchmal zu Besuch, als wären sie Bekannte. Sonst sind sie überhaupt nicht vorhanden. Nein, nein, nein. Unsere Ehe, sie war einfach eine Gewohnheit geworden. Sonst nichts mehr. Meinst du? Aber wenn ein Mann in Roberts Jahren plötzlich durchdreht, nur weil ihm so ein junges Ding schöne Augen macht. Aber ich bitte dich, Gisela ist doch kein junges Ding mehr. Immerhin ist sie fast 20 Jahre jünger als du. Ihrer Meinung nach, Frau Niklas, ist es also die verdammte Pflicht und Schuldigkeit einer Frau, ihren Mann vor einem Fehltritt zu bewahren. Wenn nötig, auch unter Anwendung von Gewalt. Allerdings, Frau Trappenberg. Und ihm nicht einfach den Laufpass zu geben wie du. Man soll also alles runterschlucken und so tun, als wäre nichts geschehen. Immer noch besser als
in ihrem Alter allein sein. Jetzt kommt mein Prachtstück. Je später der Abend. Biggie? Oh, ist das gut, dass du da bist. Geworden. Was ist bei dir los? Ach, das ist vielleicht eine Runde geworden. Ich sag, der Dietzen sind da, Lilo, Ille Tapenbeck ist vorher gekommen und Gerd kommt auch noch. Ich dachte, du bist allein. Ja, wieso wäre das lieber gewesen? Wenn ich das geahnt hätte. Also jetzt spiel aber nicht die Beleidigte, komm rein. Frank wartet unten. Ach so, du wolltest sowieso gleich wieder gehen. Kriegt keinen Stuss. Ich hätte ihn natürlich nach Hause geschickt, aber so. Also bitte, du musst jetzt aber reinkommen. Sag wenigstens guten Abend. Glückliche Familie können wir uns doch wohl ersparen, oder? Na bitte, wie du willst. Nein, wie du willst. Du hast meinen ganzen Abend versaut. Biggie. Biggie. War nur Brigitte. Wieso? Ist schon wieder weg? Ja, ja. Sie hat mir ein paar Schlaftabletten gebracht. Ich hatte sie darum gebeten. Na, hätten Sie doch einen Ton gesagt. Das war ja heute Mittag. Stört's euch, wenn ich die Tür ein bisschen aufmache? Schade. Wie geht's ihr? Du, danke, danke. Sehr gut. Ist dumm, nicht? Muss für eine Kollegin einspringen. Nachtdienst. Nicht einmal an einem solchen Tag hat sie Zeit für dich. Natürlich. Wir haben doch heute Mittag zusammen gegessen. Was hat sie sich ja zufällig ergeben? Bei ihr ergibt sich immer alles zufällig. Das ganze Leben. Sei doch nicht so sauer. Hm. Ist schon vorbei. Fahren wir wieder zu mir? Du, ich habe mir überlegt, ich bin auch ganz froh, wenn ich mal ein bisschen früher nach Hause komme. Schlimm. Du, der Junge, der ist nicht ganz auf dem Posten. Seit heute Mittag schon. Ist wahrscheinlich Masern. Schon gut. Willst nicht doch noch auf? Komm, setz mich zu Hause ab, hm? Ich bin todmüde. Und ich sage Ihnen, sie ist ganz schön blöd gewesen. Nein, du hast einfach zu viel Intus. So, und jetzt mache ich für uns alle eine schöne Tasse Kaffee. Oh, bitte für uns nicht. Wir müssen sowieso gleich. Warum hat sie Robert einfach laufen lassen? Können Sie mir das erklären? War doch hirnverbrannt. Nein, das will ich dir doch morgen erklären. Weißt du, wenn du mir wieder zuhören kannst. Oh Gott. Ist, glaube ich, besser, wir gehen jetzt. Mein Mann muss so früh aufstehen. Ach nein, bitte bleibt noch 5 Minuten. Ich werfe euch doch sowieso alle gleich raus. Sie werden sich doch mein Prachtstück nicht entgehen lassen. Land, Erika. Endlich. Sag mal, gibst du eine Party? Ach, bloß ein paar Leute. Ach, und ich dachte ja heute euch aus. Nein, ich ja komm, früher komm, tu mir einen Gefallen. Komm erst mal mit mir in die Küche. Gott, was hast du denn? Nicht hier. So, jetzt sag mir eins. Was ist mit Lilo? Wieso? Na, sie trinkt. Benimmt sie schlecht? Ach, was heißt schlecht? Sie redet. Mir wird heiß und kalt. Worüber? Worüber wohl? Über meine Scheidung. Da wollte ich einen netten Menschen, um über meine Geschichte hinwegzukommen. Und was habe ich? Ein Stall voller Leute, die sich über meine Scheidung in die Haare kriegen. Das ist doch idiotisch. Na ja, lass mal, ich mach das schon. Ja, aber ich sag dir nur eins, sehr vorsichtig. Die ist auf 118. Ich habe das Gefühl, Sie reden den ganzen Abend schon von sich. Von mir? Guten Abend allerseits. Dr. Dietzel, Frau? Ja, ich glaube, wir kennen uns schon von Roberts Geburtstag. Ja. Gut, entschuldigen Sie. Ja, Frau. Ja, aber meine Freundin Ille, die kennst du nicht. Prachtstück. Ja, dein Prachtstück kommt dich jetzt abholen. Mitnichten, mein Prachtstück wird sich jetzt erstmal setzen. Wir sind nämlich gerade bei einem Thema, das dich sehr interessieren wird. Lilo, das tut mir furchtbar leid, aber ich bin hundemüde. Entschuldige bitte, aber die Sitzung hat mich fertig gemacht. Hier, das macht dich wieder fit. Nein, Lilo, komm, morgen hast du wieder Kopfschmerzen. Frau Seifold, ich glaube, es ist besser, wir verschwinden. Danke, wir finden schon allein. Ja, aber bitte, demnächst mal bei uns, ja? Komm, setz dich. Die 5 Minuten machen den Kohl auch nicht fett. Entschuldigung. Es ist mir wirklich peinlich. Sie trinkt sonst nie so viel. Das kommt doch in den besten Familien vor. Das war wirklich ein reizender Abend, Frau Seifold. Und ich dachte schon, Sie wären am Boden zerstört. Aber hören Sie. Und wenn Sie mal irgendwelche finanziellen Probleme haben, mit der Wohnung oder so, dann können Sie sich ruhig an mich wenden. Ja, ich wollte sogar etwas von Ihnen. Aber ich bin wirklich den ganzen Abend nicht dazu gekommen. Na, dann mal auf den Mund. Wenn wir Ihnen irgendwie helfen können.
Sie haben doch früher, ich meine bei den Skatabenden, da haben Sie doch immer gesagt, wenn Sie gerade eine Sprechstundenhilfe suchten, so etwas wie mich, das müssten Sie finden. Und jetzt, da brauchte ich... So was wie Sie kann man doch heute gar nicht mehr finden. Ja. Wenn Sie die nötigen Vorkenntnisse hätten und 20 Jahre jünger wären, na, dann würde ich Sie doch mit Handkuss nehmen. Sie machen sich keine Vorstellung von dem Stress. Das geht wirklich von morgens früh bis abends spät. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Geheimnis verraten? Er hat Angst vor mir. Was soll ich denn Angst vor dir haben? Das weißt du ganz genau. Na, was weiß denn nun hier jemand wieder mal ganz genau? Nur eine kleine Privatangelegenheit zwischen meinem Prachtstück und mir. Ja, dann sorg dafür, dass es auch bleibt. Komm jetzt. Fass mich nicht an! Du hast dich doch genauso benommen wie Robert, genauso kindisch und albern. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Ich wasche schon mal ab. Wir können ruhig hier bleiben. So empfindlich sind wir nicht. Wieso? Was ist denn nun hier überhaupt schon wieder los? Na? Dieses Prachtstück hat sich doch auch einer angelacht. Ja, und pass mal auf, ich bin entsetzlich müde. Und Gerd auch. Ja. Komm, ja? Der tut doch nur so. Sieh ihn dir doch an, das schlechte Gewissen in Person. Liebe auf den ersten Blick, hat sie gesagt. Und er hat das geglaubt. Wollte noch mal von vorn anfangen. Mit einer 24-jährigen Verkäuferin. Ist das wahr, Gerd? Ach, Unsinn. Er war sogar schon beim Anwalt. Nein. Wann? Vor 3 Monaten. Mit dir konnte man ja nicht mehr reden. Aber ich habe nicht den Kopf verloren wie du, ich nicht. Bei mir kommt sowas nicht in Frage. Gratuliere. Aber trotzdem, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Du hast es gerade nötig. Du bist doch an allem schuld. Was, ich? Ja, du! Als er sah, wie leicht du es Robert machtest, hat er gedacht, es geht immer so. Das ist ja nicht wahr. Ich habe ja eingesehen, dass es nicht richtig ist. Gott, bin ich gut bedient. Wenn ich mir so vorstelle, wie ihr beide zusammenlebt. Na, wirklich, übel kann einem werden. Du benimmst dich abscheulich. Sag doch endlich auch mal was. Erst putzt du ihn da runter wie ein dummen Jungen und dann schreist du um Hilfe. Los, weil ich mal die Wahrheit sage. Ja, Erika, die ganze Wahrheit ist das auch nicht. Ich meine, eure Ehe war doch schon kaputt. Bevor die neue aufkreuzte. Ja? Na, du musst es ja wissen. Naja, unter Freunden sagt man sich eben, wo der Schuh drückt. Oh, wo drückt denn der Schuh? Was hat Robert gesagt? Also bitte, was hat er gesagt? Ach, Erika, komm, lassen wir das. Ich will jetzt nach Hause. Na, sag's ihr doch. Sei doch nicht so feige. Einmal muss ich's doch erfahren. Bleib hier! Gott, tut ihr mir leid. Gib mir was gegen Kopfschmerzen. Erika, mir tut das alles furchtbar leid. Ja, mir auch. Schon gut. Ja. Kommt heil nach Hause. Danke. Also, tschüss. Tschüss. Na, sind die Streithähne endlich draußen? Ja, jetzt muss ich was trinken. Das war ein Tag heute. Man hört nie auf, Erfahrungen zu machen. Du, ich habe eine Flasche Sekt im Eisschrank. Die möchte ich mit dir trinken. Das nächste Mal. Wieso, warum denn erst das nächste Mal? Mein Zug geht 0.32 Uhr, Hauptbahnhof, in einer Dreiviertelstunde. Wo kommen denn die Gläser hin? Komm, lass. Das mache ich nachher. Du, ich bringe dich zum Zug. Abschiede am Bahnhof? Schrecklich. Nein, ruf mir lieber ein Taxi und setz dich zu mir, bis es kommt. Ich habe viel falsch gemacht. Das machen wir alle. Ja, aber ich besonders. Möchtest du so leben wie die beiden? Nee, da hast du auch wieder recht. Du, das ist hier deine Karte. Du wolltest ja tatsächlich heute kommen. Das hast du mir bis jetzt nicht geglaubt, was? Tja, so bin ich. Schlimm, was? Wieso? Ohne Fehler wärst du unausstehlich. Ich möchte gern eine Taxe zur Flemmingstraße 11. Seipold. Nein, nein, mit P. Seipold. Der Name steht unten dran. Der Fahrer braucht bloß zu klingeln, ja? Danke. Kommt sofort. Was wirst du jetzt tun? Erst mal schlafen gehen.
Ich weiß noch nicht. Vielleicht fahre ich nach Stockholm zu meinem Jungen. Und dann will ich was tun, weißt du? Irgendwas. Oh, das geht schon in Ordnung. Als Paul damals... Da habe ich auch gedacht, Ende. Aber man lernt, mit sich allein zurechtzukommen. Nicht ganz leicht, nicht? Ja, aber es geht. Wie hat unsere Deutschlehrerin immer gesagt, die alte Kramphausen? Kopf hoch, Mädel, Gottes schöne, weite Welt. Ach, hör auf. Ist nicht unterzukriegen. Ja. Idiotisch, was? Kannst du dir vorstellen, dass Menschen einem sowas mitbringen? Willst du los sein? Liebend gern. Gib mir. Ich nehm's mit für meine Enkel, die haben bessere Nerven. Ein Taxi. Schade. Spring nicht runter, falls unten zu ist. Du hast du auch alles? Mhm. Gern, wenn ich es nicht vergesse. Ich werde dich erinnern. Ja, aber du weißt, Postkarte genügt bei mir nicht. Schick dir ein Schmuggler-Telegramm, DIN A4, doppelseitig mit Blümchen dran. Ille, ja. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen. Schon wieder? Ja, ich habe das Päckchen von dir nicht ausgepackt. Umso besser, dann kriege ich wenigstens von dir mal einen Brief. Mach's gut, ja? Und vielen Dank für alles. Verkühl dich nicht. Wenn das alles wäre...